So, willkommen zum nächsten Auslosungsvideo im NRR Battle und das wird euch jetzt natürlich alle überraschen, denn es sind noch nicht mal alle Bewertungen da, aber der Ramses, der kann nicht mehr, der Ramses ist am Ende und oh mein Gott, das NRR ist tot, das TNM ist da, geht alle zum TNM und habt da euren Spaß. Nein, ich bin nicht neidisch, auf jeden Fall. Nein, aber als ich gesehen habe, dass das TNM jetzt auch noch Battle Awards verleiht, das hat mir den Rest gegeben. Da habe ich gedacht, gut, dann braucht man das NRR wirklich gar nicht mehr, denn das sieht alles besser aus dort. Dann ist alles richtig dope. Da wird viel Mühe und Kraft reingesteckt. Was mache ich denn hier schon? Dann ist doch alles Quatsch. Und das beweise ich euch jetzt mit der folgenden Auslosung. Denn eigentlich sollte die Jury innerhalb von einer Woche die Bewertungen da haben. Dann hat sich's wieder hingezogen. 2 Wochen, 3 Wochen, 10 Wochen. Nach 3 Jahren sind immer noch nicht alle Bewertungen da. Aber heute, über Nacht, sollte eigentlich alles fertig sein. Es war die letzte Frist, die gesetzt war, weil ich nur noch jetzt Zeit habe, bis heute Abend die Auslosung zu machen und das zu machen. Ich bin dann eine Woche im Prinzip nicht da, wenn wir es so nennen wollen, nicht da. Und ich kann euch nicht noch eine Woche warten lassen und alles. Deswegen würde es jetzt die Auslosung geben. Ich hoffe, die restlichen Jury-Leute, die noch fehlen, von Luki ist da, glaube ich, noch was offen und von vom Illegal, also Inkognitro, der hat noch 4 Paarungen oder so. Und manche Dinge sind nicht entscheidend, manche sind entscheidend, manche laufen dann auf einen User-Vote hinaus, wenn es so weitergeht. Manche sind jetzt schon beim User-Vote und es ist auf jeden Fall alles so knapp und auch gerade in der letzten Runde sind so viele Leute einfach mittendrin, hatten Zeitprobleme, konnten nicht einreichen, sind ausgestiegen oder haben dann alle beim TNM einfach Qualis eingereicht, weil sie lieber von vorne anfangen, als hier schon fast am Ende zu sein. Aber 600 Euro sind natürlich reizvoller als 300 Euro, da kann ich auch nicht mithalten. Am besten, ich mache gar kein Preisgeld mehr und auch kein weiteres Turnier. Und gönn mir einfach die Freizeit mehr mit Pokémon. Ich habe mich immer über die Runden gefreut, wenn welche kamen. Und habe das so gepumpt und gefeiert, viele coole, nette Leute kennengelernt. Aber irgendwann ist auch die Luft mal raus und wenn es da eben bessere Alternativen gibt, da will ich auch nicht im Weg stehen, sagen wir mal so. Deshalb habe ich gedacht, damit das NRR trotzdem was Besonderes bleibt und Motion auch schon in den Kommentaren sagte, was ein Achtel, du kannst doch nicht mit einem Achtel weitermachen. Es wird kein Achtel geben, wir waren jetzt im 17. Eine Paarung ist komplett weggefallen, wir waren also 16 Teilnehmer, es wäre genau aufgegangen mit einem Achtel, mit einem Viertelfinale, mit einem Halbfinale und mit dem Finale. Das wären genau noch 4 weitere Runden gewesen sozusagen. Und ich ändere jetzt alles komplett, no hirnmäßig. Was bedeutet, eigentlich ändert sich trotzdem nicht so viel, außer dass es immer noch 4 Runden gibt. Es geht nämlich einfach weiter nach dem 17. mit einem 12., mit einem 6., mit einem 3. und mit einem Finale. So habt ihr dieses Jahr auch wieder das traditionelle Triple Threat Match im Finale. Und alle, die mich jetzt dafür hassen, können dies zu Recht. Da stehe ich mit meinem Namen dafür. Ich zwinge auch keinen hier mitzumachen, meinetwegen. Wenn auch gar keiner einreicht, dann hat halt derjenige gewonnen, der in der nächsten Runde als einziger seine Runde einreicht. Dann haben wir es auch alle hinter uns. Das klingt sehr motivierend. Die neue Frist ist auf jeden Fall der 23.06.2019. Das sind wieder 3 Wochenenden Zeit. Heute ist ja, glaube ich, Dienstag. Ihr habt den Rest der Woche, das Wochenende, die nächste Woche und das Wochenende und die Woche darauf und das Wochenende. Und das geht trotzdem Schlag auf Schlag. Und ich habe mir hier jetzt auch noch ein paar Leute aufgeschrieben. Denn wenn wir 16 Leute sind, wie kann man da ein Zwölftel machen, indem man einfach wieder 24 Leute hat? Das heißt, 24? Nein, 22? Oh, ich glaube, ich habe mich vertan. Das geht ja gar nicht. Mensch, Ramses, was machst du denn für Sachen? Ich muss noch mal kurz was abchecken, dann bin ich gleich wieder zurück. So, da habe ich noch mal nachgeschaut. Also ich habe mich natürlich wieder komplett vertan. In der Komplettvertanung noch mal komplett vertan. Eigentlich dachte ich, das machen wir dann einfach mit 3, 6, 12, 24. Aber wir haben ja gar keine 24. Da müssten ja 8 Leute weiterkommen, die eigentlich schon raus sind. Das ist krass, das ist übertrieben und das haben auch nicht alle verdient, denn es haben genau 6 Leute verdient. Und 6 ist schon krass, 6 ist schon viel, aber da waren einfach so knappe, so spannende, so gute Battles dabei. Und dann Battles, die wirklich eindeutig waren mit 6 zu 0. Darauf kann man verzichten.
Aber Leute, die wirklich mit 4 zu 4 und dann per User Vote und so weiter und hin und her oder keine Ahnung und so gute Leistungen trotzdem abgeliefert haben oder hier im Rampenlicht standen, gerade jetzt am Ende, es ist nicht mehr viel und ich will einfach nochmal was sehen. Ich will nochmal von euch was sehen. Deswegen habe ich jetzt einfach gedacht, machen wir 22, 11, 6, 3, dann passt das auch. Sind 4 Runden, 6 Leute, die nochmal weiterkommen und die 6 Leute, die eigentlich raus sind, aber nun trotzdem nochmal weiterkommen, habe ich mir hier mal auf den Zettel geschrieben. Muss ich nochmal alles hier aufheben. Und zwar zum einen ist das Phoenix und Titan MC, denn die haben so eine geile Runde gemacht einfach. Die haben so herausgestochen trotzdem, haben ganz knapp wegen Lukis Punkt dann verloren. Alle anderen haben unentschieden gewotet und die haben es auf jeden Fall verdient. Wenn andere es verdient haben und die Chance nochmal hatten, dann die natürlich auch, denn die haben überzeugt. Und haben noch keinen Lucky Loser gehabt bis jetzt, können also diese einmalige Chance nutzen. Genauso dann Pothos habe ich mir hier aufgeschrieben, den auch so viele gehypt haben und hier vorne gesehen haben und dann auch ganz knapp verloren. Was ich richtig genial fand, viele haben ja auch gefragt, warum sind denn die Kommentare bei der Pothos-Runde deaktiviert? Ich habe damit nichts zu tun, ich habe mich dann mal belesen, habe dann mal auf diese Einstellungen geklickt und da stand, der Grund, wieso die YouTube-Kommentare deaktiviert sind, sind einfach, die YouTube hat die automatisch deaktiviert zum Jugendschutz. Wie geil ist das denn, dass Incredible Alk Pothos die ganze Zeit in seiner Runde disst wegen dem Alter und seinem jungen Aussehen und dass er ihn ja gar nicht besiegen kann. Er darf ja noch gar keinen Alkohol kaufen, trinken und das ist alles so richtig genial. Und dann werden auch noch die Kommentare unter Pothos Runde deaktiviert aufgrund von Jugendschutz. Man will Pothos also schützen und hat deswegen automatisch die Kommentare gesperrt. Das ist richtig genial, aber Pothos trotzdem... Richtig coole Sache, hat mir auch richtig gut gefallen, ist der zweite auch, der es hier verdient hat. Richtig knappe Sache auch bei Feli Stiftus und Elisha. Und Feli Stiftus hatte auch noch keinen Lucky Loser Platz gehabt, deswegen habe ich den auch noch mit reingenommen, damit wir eben 6 Leute bekommen. Genauso wie Timelapse. Timelapse bisher immer aufgefallen, immer richtig gute Sache. Splack hatte ja schon mal den Lucky Loser, ist jetzt reingekommen, hat wegen einem Punkt Timelapse besiegt. Timelapse, noch kein Lucky Loser, kriegt nochmal die Chance. Genauso wie bei Flexman und Motion. Flexman auch nochmal eine Runde weiter wieder mit reingenommen. Und Neon, weil der auch ein richtig guter Mann ist einfach. Und da steckt so viel Potenzial drin. Und jetzt werden viele diese Entscheidung natürlich dumm und scheiße finden. Aber das ist mir in dem Moment jetzt wurscht, weil das ist ja mein Turnier. Das mache ich jetzt einfach mal so. Ich fahre es einfach an die Wand. Letztens habe ich was anderes an die Wand gefahren. Diesmal das Turnier. Diese 6 Leute kommen also wieder mit rein. Und wenn die jetzt nochmal gezogen werden gegen die Leute, gegen die sie davor schon gebattelt haben, dann ist das auch eine geniale Sache. Dann können die sozusagen nämlich Rückrunden einfach machen und können sich nochmal was sagen oder nochmal kontern. Entweder gibt es neue Paarungen oder es gibt Rückrunden durch die Paarungen, die jetzt gezogen werden in diesem ganzen Gebambel und Gebamflets und hin und her. Und das tue ich jetzt mit den anderen Zetteln zusammen alles einfach hier reinschmeißen. Bis zum 23.06. habt ihr Zeit, wieder 3 Wochenenden. Und ich hoffe, die Jury tut die restlichen Runden noch bewerten, die noch ausstehen. Und wir machen das jetzt so weiter. Einfach statt einem Zwölftel gibt es also ein Elftel. Es gibt ein Elftel und dann geht es irgendwie anders weiter. Kann auch sein, es reicht niemand ein. Und der Einzige, der dann doch den Mut hat einzureichen, ist schon der Gewinner. Kriegt 300 Euro, denn das steht fest, das wird sich nicht ändern. Da halten wir unser Wort, auch wenn wir alles andere immer nicht halten und alles mit Füßen treten. Das kommt noch hier weg, das war unwichtig. Ah, da stand glaube ich Crazy O drauf. Nein, Spaß, Bruder, Grüße gehen raus an Crazy O. Auf jeden Fall, wir werden jetzt gleich mal losen, das Ding hier noch ein bisschen rumschaukeln. Wir melden uns dann gleich nochmal zurück, weil die Losung muss ich ja auch noch manipulieren oder gucken, was da gezogen wird, ne? Das ist richtig hier, no Hirnfreude, ich sag's euch. 6,5 Stunden später. So, jetzt nochmal eine letzte Pause. Der Ramses ist auch runtergekommen und ist jetzt total down und deswegen. Und vielleicht sollte ich aufhören, über diese Tabletten zu nehmen und dann ist alles richtig dope. Oder auch nicht, Bruder. Ach, scheiß drauf. Jetzt auf jeden Fall wird getrommelt, wird gewirbelt. Oh, da geht's schon wieder richtig ab. Nein. So, wir gucken mal, was
uns im, was ist es überhaupt, im Elftel erwartet. Denn es geht weiter im Elftel mit folgenden Paarungen. Und hier haben wir zum einen, der Zweck reinigt die Mittel gegen den Kiwi-Boss. Der Zweck reinigt die Mittel gegen Kiwi-Boss. Dann haben wir Star. Und Star trifft auf die Incredible Hulk. Das zwei unterhaltsame Personen, da bin ich auch schon gespannt. Aber nicht, dass der Incredible Hulk nicht einreicht. Mir kommt das so vor, als würde Star die Leute bestechen und immer sagen, hey, reich nicht ein und dann ist gut und alles so, okay, mache ich und dann passt das. Dann trifft Motion auf Shishani, ein eher chilliger, ruhiger Typ, gegen den aggressiven, das aggressive Flow-Monster. Dann haben wir dabei Felistiftus gegen D-Nice. Das ist ja schon fast wie Suwat gegen Akron. Weil ich glaube, Felistiftus und D-Nice, die sind doch auch irgendwie im selben Label oder so. Oder in derselben Crew, Nullpunkt oder so. Vielleicht machen die es ja mal auf die chillige Art und featuren sich gegenseitig oder so. Und machen so eine Homie-Runde. Dann geht es weiter mit Nyan Nyan Cosplay gegen den Schnupftabakmann. Bisher also noch keine Rückrunde dabei. Dann haben wir Flexmann. Und Flexmann trifft auf Phoenix und Titan MC. Die zwei nice Dudes und der Flexmann. Dann haben wir Pothos. Und Pothos trifft auf Timelapse. Da sind wir gespannt, was dabei rauskommt. Dann haben wir noch die Mayhem Mafia. Und die Mayhem Mafia trifft auf Neon. Zwei Paarungen stehen noch aus. Da haben wir noch Page and Vince. Oh mein Gott. Das ist jetzt schon meine Lieblingspaarung. Page and Vince, der hat ja schon Neon gezeigt, wie das Licht ausgeht, gegen der Pastor. Der Pastor, also mit dem ist immer nicht zu spaßen, aber Page, der macht immer Spaß und er ist immer, der hat auch schon Weil, oh mein Gott, und Neon und jetzt der Pastor, also das wird auf jeden Fall sehr interessant. Und als letztes haben wir noch Ernesto Bambino gegen Elijah. Das ist auf jeden Fall richtig genial. Alles hier reingeklatscht. Und ich sag's nochmal, ihr habt jetzt Zeit bis zum 23.06.2019. Wer jetzt nicht einreicht, der ist selber doof, ne? Denn es geht immer noch um 300 Euro. Lasst euch das also nicht entgehen. Und wie es dann weitergeht, wissen wir nicht. Mal gucken, vielleicht fällt ja wieder eine ganze Paarung aus. Also ich rechne mit allem, das müsstet ihr auch. Das war's von meiner Seite aus. Ich wünsche euch natürlich viel Spaß in den Runden und achtet drauf, nicht wie bei Cools, wenn ihr die Runde eingebt, wenn ihr was abgebt, dass die Runde nicht gesperrt wird. Denn Cools hat seine Runde abgegeben mit geklautem Video von einem verbotenen Film. Die Runde wurde sofort gesperrt, man konnte sie sich nicht angucken, damit war automatisch der Pastor weiter. Ich habe mich zwar dann rangesetzt und habe das Video von Cools genommen, habe das gespiegelt, habe die Farben geändert, habe ein bisschen dran rumgewurschtelt, dass man die Runde wenigstens trotzdem hochladen kann und zur Verfügung hat, sich anzugucken, bevor die komplett versauert. Aber so ein grober Regelverstoß, ich habe schon immer gesagt, wenn die Sachen gesperrt werden, dann war es das. Da konnte ich leider nichts dran ändern. Eigentlich hätte Cools nach Punkten gewonnen, aber durch den Regelverstoß, die Disqualifikation, ist er leider raus. Das war es aber jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns im Elftel wieder. Und bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Blutsport, Blutsport, ab heute begehe ich Rufmord.